Monsieur Thomas Venech, bonjour. Nous sommes ici dans les locaux de la Foncière pour commenter les résultats 2020 du fonds. Avant de venir à ces résultats, peut-être pourriez-vous exposer les faits saillants de l'année. Grüezi. Also, wenn wir vom vergangenen Geschäftsjahr reden, kommen mir spontan drei Schwerpunkte in Sinn. Einerseits natürlich die Sanitärkrise mit dem Covid-19. Da hat man gesehen, dass La Foncière extrem gut aufgestellt ist mit unseren Investitionen, hauptsächlich in Wohnimmobilien. Wir haben ca. 3/4 von unseren Mietzinseinnahmen, die von diesem Sektor generiert werden. Dann haben wir auch sehr schnell geschaut, welche von unseren Geschäftsmietern betroffen sind, sind auf die zugegangen und haben denen einen Mietzinserlass von 50% auf 3 Monate zugestanden. Über das Gesamte hinein stellt das in etwa weniger als 1% des gesamten Mietzinsvolumens des Fonds dar. Das ist auch im Interesse gemacht worden von den Mietern und natürlich von unseren Anteilsscheinnehmern, weil wir mit dem haben können sicherstellen oder dass weniger Geschäftsmieter Schwierigkeiten haben, Konkurs gehen und damit auch länger wirkende Auswirkungen auf den Fonds haben. Ein zweiter Schwerpunkt liegt bei der Kapitalerhöhung, die wir durchgeführt haben. Wir haben die Anfang März während der grössten Börsenturbulenzen durchgezogen. Es war eine Erhöhung von 110 Millionen und die ist zu 100% unterzeichnet worden. Der dritte Schwerpunkt liegt in der Fertigstellung von unserem Flaggschiff-Gebäude Lyon 77. Das ist zu 100% vermietet. Einfach als Erinnerung, 34 Wohnungen, 4'000 Quadratmeter Büroflächen und 530 Quadratmeter Ladeflächen. Der Abschluss ist gefeiert worden mit einer Vernissage von einem Kunstwerk, das in diesem Bau integriert ist. Kunstwerk vom Künstler Paolo Wirz. Und das ist eine Frucht von der Zusammenarbeit zwischen der La Foncière und der HED, der Haute École für Kunst und Design vom Kanton Genf. Venons-en au résultat. Also, Geschäftsergebnis vom vergangenen Geschäftsjahr. Wir schauen auf ein spezielles, aber erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Einerseits die Einnahmen sind gestiegen und andererseits die Ausgaben sind gesunken infolge der sanitären Lage. Wir mussten Bauprojekte und bauliche Ausgaben zurückschieben. Dann haben wir eine Mietzinsausfallquote von 1,89%, wobei ein kleines Prozent auf einen Mietzinsnachlass infolge Covid zurückzuführen ist. Dann haben wir einen Börsenkurs, der gestiegen ist von 121.20 Franken auf 132.80 oder anders gesagt, ein plus minus 10%. Die Dividende ist erhöht worden von 2.17 Franken auf 2.20 Franken. Performance liegt bei 14,79%. Gleichzeitig hat der Benchmark mit 8,16% performt. Das Bruttovermögen vom Fonds ist gestiegen von 1,48 Milliarden auf ein kleines 1,6 Milliarden. Der Inventarwert liegt bei 90,1 Franken pro Anteilschein. Anfangs des Geschäftsjahres ist er bei 85,9 gelegen. Die detaillierten Ergebnisse und die dazugehörigen Erklärungen finden Sie auf der Homepage, wo Sie auch unseren Geschäftsbericht herunterladen können. Pour terminer cet entretien, venons-en un peu à l'avenir. Also, die Schwerpunkte für das neue Geschäftsjahr liegen klar bei der Umsetzung der Strategie. Die ist bewährt, die hat sich bewährt. Investitionen in Wohnliegenschaften, in urbanen Zentren, in den Städten der Suisse Romande, Fokus Genfer Seeregion. Wir tun auch unser Portfolio vorzu den Anforderungen vom Miet- und Mietermarkt anpassen, Baureserven realisieren, wenn sich das finanziell rechtfertigt, Zukäufe machen und Entwicklungen von Projekten durchführen. Zudem haben wir unser Gebäude an der Rue de la Servette 89/91, wo wir im letzten Geschäftsjahr haben müssen wegen Baumängel leeren, wo wir auf das Inkrafttreten der Baugenehmigung warten und wir hoffen, dass anfangs 2021 mit den Abbrucharbeiten können anzufangen. Dann haben wir ein schönes Projekt ab, das hast du an der rechten Seeufer von Genf.
ca. 200 Wohnungen, ein Hotel, hier sind die Baugesuche eingereicht worden und wir gehen davon aus, dass die Bauarbeiten noch in diesem Geschäftsjahr anfangen werden. Und zuletzt, wenn wir unsere Rencontre La Foncière, das sind die Investoren, treffen, wo wir im Geschäftsjahr 2020 wegen der sanitären Krise annullieren mussten, wieder neu in der gewohnten Form durchführen. Und wir freuen uns auf spannende Vorträge und packende Gespräche im folgenden Apéro. Merci, Monsieur Vanesch. Merci.